Hallo Menschen des Internets und willkommen zu einem neuen Video. Die pyramidalen Bauten auf der ganzen Welt, aber insbesondere die Pyramiden von Gizeh, sind seit jeher ein Mysterium und nicht einmal die Nachfahren der Ägypter können genau sagen, wann genau und wofür diese kolossalen Bauwerke erbaut wurden. Wir wissen praktisch nicht mal von wem und wie genau sie erbaut wurden. Eines ist jedoch heute ziemlich klar: Sie wurden zwar letztendlich als Grabstätten missbraucht, ihr wahrer Sinn und Zweck war jedoch höchstwahrscheinlich ein anderer. Ägyptologen sind sich untereinander auch nicht immer einig. Es fängt schon damit an, dass sie für den Bau lediglich 20 Jahre gebraucht haben sollen. Das hieße im Klartext, dass alle 2 Minuten einer der 2,3 Millionen Sandstein- und Granitblöcke in Position gebracht werden musste, 12 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Einige dieser Steine wiegen mehr als 80 Tonnen und mussten über eine Distanz von mehr als 800 Kilometern transportiert werden. Jahrtausende lang waren die Pyramiden von Gizeh die größten von Menschenhand gebauten Objekte der Welt. Sie sind heute das letzte noch stehende der 7 antiken Weltwunder. Es mussten kolossale Strapazen auf sich genommen worden sein, um die Pyramiden zu erbauen. Es muss einen Grund außerhalb unserer Vorstellungskraft gehabt haben und war ganz sicher nicht als überdurchschnittlich großes Grab gedacht. Das britische Militär fand durch Luftaufnahmen erstmals heraus, dass die Cheops-Pyramide nicht bloß 4, sondern sogar 8 Seiten hatte, welche zudem noch zur Tag- und Nachtgleiche ihre Form durch ein Licht- und Schattenspiel offenbarten. Diese Form ist nicht nur sehr viel komplizierter zu bauen, sie offenbart auch eine bizarre Geometrie. Diese Geometrie produziert Zahlen. Zahlen, welche da nicht sein dürften, Zahlenfolgen, die eine universelle Konstante darstellen, wie die Zahl Pi. Könnte diese Geometrie eine Art Nachricht an die Nachwelt sein? Woher hatten die alten Ägypter dieses Wissen? Antike Zivilisationen waren wie besessen von der Tag- und Nachtgleiche. Sie studierten förmlich, in welchem Sternbild die Sonne zur Sommer- bzw. Wintersonnenwende aufging, und wussten bereits, dass die Erde alle 2160 Jahre in ein neues Sternbild wandert und die Sonne dementsprechend im darauffolgenden Sternbild aufgeht. Die Erde braucht 25.920 Jahre, um alle 12 Sternzeichen zu durchwandern. Die alten Kulturen nannten dies auch das große Jahr. Somit stellen die Pyramiden von Gizeh auch eine gigantische kosmische Uhr dar. So etwas lässt sich nicht in einigen wenigen Generationen herausfinden. Es sei denn, den Ägyptern wurde das Wissen auf einem unkonventionellen Weg gebracht. Die Erdachse neigt sich alle 72 Jahre um 1 Grad. Das liegt daran, dass die Erdachse zeitlebens ein wenig eiert. Dies ist auch der Grund, warum die Erdachse in diesem Zyklus die Sternkonstellation wechselt. Dieser Puls der Erde war sogar den Ägyptern klar, wie sie auch in vielen ihrer Schriften zu erkennen gaben. Die Zahl 72 ist zudem noch in vielen anderen Religionen zu finden. Exakt 72 Längengrade östlich von Gizeh befindet sich Angkor Wat. Das Wort Angkor hatte im Altägyptischen die Bedeutung Leben des Horus und beheimatet ebenfalls pyramidale Denkmäler und religiöse Tempel, obwohl sie zu unterschiedlichen Epochen erbaut wurden. Kann das noch Zufall sein? Die Pyramiden wurden exakt auf dem 30. astronomischen Breitengrad erbaut, wie einige andere Bauwerke an anderen Orten auch. Die Ausrichtung der Pyramiden entspricht den Himmelsrichtungen so genau, dass wir es sogar mit heutigen Messmethoden nur schwer nachbauen könnten. Dabei sind nicht die magnetischen Himmelsrichtungen gemeint, sondern die wahren astronomischen Himmelsrichtungen. Modernere Bauwerke aus heutiger Zeit sind nicht annähernd in dieser Präzision ausgerichtet worden wie die Pyramiden. Die Abweichung beträgt lediglich 1/60 Zoll. Das ist in Anbetracht der Größe eine unglaubliche Meisterleistung und heute nicht mal mit Hilfe von Lasern zu schaffen. Die Pyramiden scheinen mit dem Planeten auf eine Weise verbunden zu sein, als würden sie miteinander kommunizieren. Vielleicht wurde der Standort aus Gründen der Stabilität gewählt. Die Pyramiden sind heute noch haargenau so gerade wie zu ihrer Erbauung. Und das, obwohl sie nachweislich 2 schwere Erdbeben bereits überlebten. Vielleicht stehen sie aber auch dort, um den Planeten zu stabilisieren, Erdbeben oder andere Katastrophen zu vermindern oder die Welt in einer Art Gleichgewicht zu halten. Leider ist heute nur noch das Grundgerüst dieser vermeintlichen Wächter über die Welt vorhanden, wodurch sie den Großteil ihrer Wirksamkeit eingebüßt haben dürften.
Wenn wir den Umfang der Cheops-Pyramide mit 43.200 multiplizieren, kommt der äquatoriale Umfang der Erde dabei heraus. Messen wir die Höhe der Cheops-Pyramide und multiplizieren sie ebenfalls mit 43.200, erhalten wir den Polradius der Erde. Die Formeln gehen sogar noch weiter und resultieren in der exakten Länge eines Jahres, der Entfernung zwischen Erde und Sonne, der Ausrichtung zwischen verschiedener Planeten und Sterne und sogar der Lichtgeschwindigkeit. Könnte es vielleicht sein, dass die Pyramiden gebaut wurden, um der Nachwelt unseren Platz im Universum zu zeigen? Möglicherweise waren sich die antiken Zivilisationen sehr wohl über unseren Platz im Universum bewusst und versuchten, dieses Wissen zu konservieren. Trotz der zahlreichen Hieroglyphen ist ihr Wissen zum Großteil verloren gegangen und wir können heute nur noch über ihre wahre Bedeutung mutmaßen. Viele der Hieroglyphen lassen sich mit unserem heutigen Wortschatz nicht einmal übersetzen. Es fehlt den heutigen Sprachen einfach an den Möglichkeiten. Die unglaublich stabilen Bauwerke könnten auf diese Weise gebaut worden sein, um allen Naturkatastrophen zum Trotz auf ewig die Codes zum Universum für uns Menschen bereitzuhalten. Mathematisch gesehen entsprechen die Pyramiden dem goldenen Schnitt. Obwohl die Ägypter vermutlich das metrische System nicht kannten, lassen sich die Pyramiden darin vollkommen auflösen. Wir nahmen bisher an, die Maßeinheiten wurden in königlichen Ellen angegeben. Dies ist jedoch bloß wieder ein kläglicher Versuch der heutigen Wissenschaftler, dieses Mysterium zu lösen. Ein studierter Ägyptologe verbringt sein gesamtes Studium mit dem Verstehen und Begreifen der Hieroglyphen, nicht etwa mit der Erbauung der Pyramiden. Tatsächlich sind auf der ganzen Welt verteilt Pyramiden zu finden, alle scheinbar aneinandergereiht an den Energiezentren unserer Erde, den sogenannten Ley-Linien. Die Ley-Linien umspannen die Welt in Form eines dodekaederförmigen Netzes. Sämtliche alte Kulturen wussten über diese Energiezentren Bescheid. Überall auf der Erde sind entlang der Leylinien heilige Stätten zu finden. Woher wussten all die verschiedenen Kulturen von diesem Raster, wenn sie nicht mal zur selben Zeit auf der Erde existierten? Die Erklärungen dafür reichen von außerirdischer Hilfe bis hin zu göttlicher Schöpfung. Die alten Chinesen nannten diese Linien Drachenströme und waren davon überzeugt, dass man der Erde helfen würde, wenn man Bäume, Steine und Tempel auf ihnen errichtete. Sie wussten, dass unser Universum nach immer wiederkehrenden Gesetzmäßigkeiten aufgebaut ist und haben die Ley-Linien wie Akupunkturpunkte behandelt, mit denen sie die Erde heilen können. Russische Forscher fanden heraus, dass von einigen Pyramiden ein Energiestrahl von der Spitze ausgeht und je weiter er in den Himmel geht, an Stärke gewinnt, ganz zum Trotz der Gesetze der modernen Physik. Zudem habe dieser Strahl einen positiven Effekt auf die Ozonschicht. Der Strahl hat dabei eine messbare Frequenz von 28 kHz und fast 4 Volt. Mehr noch, sie fanden heraus, dass Organismen, welche sich längere Zeit in einer Pyramide aufhielten, ein verbessertes Immunsystem und eine erhöhte Geweberegeneration aufwiesen. Ebenfalls wurden positive Effekte bei dem Verzehr von Produkten von innerhalb der Pyramiden festgestellt, wie Wasser und Kristalle oder von Gegenständen, welche in Pyramiden hergestellt wurden. Saatgut, welches 1 bis 5 Tage in einer Pyramide gelagert wurde, hatte einen 30 bis 100% höheren Ertrag. Die Kriminalität um Pyramiden sei geringer als überall anderswo und sogar Kondensatoren fingen an, sich in ihrer Nähe spontan aufzuladen. Sind Pyramiden womöglich eine Art Elektrizitätswerk der Antike? Die Zusammensetzung der Gesteine der Pyramiden von Gizeh haben tatsächlich piezoelektrische Eigenschaften und durch den ausgeübten Druck lässt sich tatsächlich Elektrizität messen. Diese Art der Energiegewinnung wurde bereits erfolgreich getestet. Nicht auszudenken, mit welcher Energie die Pyramiden in ihrer Blütezeit geglänzt haben müssen, bevor ihr funktionales Innerstes durch Plünderungen und ihr Äußeres durch den Zahn der Zeit beschädigt wurden. Einige Forscher glauben, dass die Ley-Linien eine Art Informationskanal bieten, um das kollektive Bewusstsein bzw. Gedankenübertragung möglich zu machen. Ähnlich wie unser mobiles Internet von heute, bloß ohne jede Technik. Sogar Nikola Tesla war sich den ungeheuren energetischen Effekten von Pyramiden bewusst und versuchte, diese Wirkung für seine Arbeit zu nutzen. Er erkannte die mögliche freie Energie, welche von Pyramiden ausging. Sein berühmter Turm zur kabellosen Übertragung von Elektrizität wurde ebenfalls an einer Ley-Linie gebaut. Leider konnte er wegen fehlender Unterstützung dieses Projekt niemals vollenden. Nikola Tesla war sogar der Überzeugung, dass mit Hilfe von Pyramiden unbegrenzte Energie gewonnen
gewonnen werden könnte. Leider wurden diese und viele andere bahnbrechenden Entdeckungen gemeinsam mit ihm in die Versenkung geschickt. Viele wissen gar nicht, dass 80% der heute von uns genutzten Technik auf seinen Erfindungen und Entdeckungen basieren. Ohne Nikola Tesla würden wir heute wohl noch mit zimmergroßen Rechenmaschinen und tonnenschweren Bildapparaten hantieren müssen. Tesla erkannte, dass die Menschen die Mathematik nicht erfunden, sondern bloß entdeckt haben. Überall im Universum ergibt 1 plus 2 gleich 3. Die Natur macht es uns vor, natürlich gewachsene Winkel entsprechen dem goldenen Schnitt. Und auch die Pyramiden basieren auf diesen natürlichen Zahlenfolgen. Sogar der Mensch ist nach dieser heiligen Geometrie konzipiert. Überall, sowohl in der Natur als auch in so gut wie allen heiligen Städten, finden wir diese geometrische Folge wieder. Vielleicht sind die Pyramiden Bewahrer dieser heiligen Geometrie, um diese Harmonie zwischen der Erde und dem Himmel in Einklang zu bringen. Wozu würde man sonst sämtliche heilige Städten nach dieser harmonischen Geometrie erbauen? Tesla war so vernarrt in die Zahlen 3, 6 und 9, dass er nur in Hotelzimmern schlief, dessen Zimmernummer durch 3 teilbar war. Er fuhr sogar dreimal um ein Gebäude, bevor er es betrat. Die Zahlen 3, 6 und 9 waren bis an sein Lebensende seine Obsession. Könnte es vielleicht sein, dass vergangene Zivilisationen dies bereits wussten und Bauwerke schufen, um die Nachwelt mit diesem Wissen zu versorgen? Die präzise Anordnung der Pyramiden ist ein Hinweis dafür, dass die alten Ägypter sich ihrer Position in Zeit und Raum mehr als genau bewusst waren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Teile das Video in deinen sozialen Netzwerken, damit hilfst du dem Wachstum dieses Kanals. Abonniere ruhig diesen Kanal und empfehle ihn deinen Freunden. In der Beschreibung findest du Links, um Kontakt mit uns aufzunehmen. Schau doch mal auf unserem Discord vorbei, du wirst es nicht bereuen. Alles fürchtet sich vor der Zeit, doch die Zeit fürchtet sich vor den Pyramiden. Habt einen wunderschönen Peace.